Grüß denk, ich bin Sidrenker Stefan aus Südtirol. Ja, wir starten heute unseren nächsten Wandertag. Wir sind jetzt von Brixen aufgefahren Richtung Blose, nach Balmschoß Richtung Würzjoch. Und da bei der Vilnösser Kreuzung ist dann eben Wintersperre. Da ist ein schöner Parkplatz und von da aus wandern wir jetzt zum Würzjoch auf. Also kommt's mit. Wir haben unser Ziel erreicht, wir sind umgekommen auf dem Würzjoch auf 2006 Meter. Ein traumhaftes Bergpanorama, im Hintergrund ganz wunderschön gelegen, der Beitler Kofel. Berge, Winterlandschaft, einfach ein Traum. Jetzt sind wir umgekommen auf der Skierhütte und da werden wir jetzt einkehren und uns ein wenig stärken. Mahlzeit! Ja, mittlerweile sind wir wieder zurück von der Tour. Der heutige Tag war super. Eine perfekte Winterlandschaft, ein super präparierter Wanderweg bis aufs Würzjoch auf. Ein bäriges Bergpanorama mit Beitler, Ofra Geisler. Die Hütten zum Einkehren, wunderbar. Und ja, generell die ganze Tour ist sehr zu empfehlen. Die Rodel kann man mitnehmen, vor allem wenn man bis aufs Würzjoch geht, im oberen Teil zu rodeln. Also insgesamt kann man 50% der Strecke rodeln. Ja, wir starten langsam heimwärts und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank.